Meine Fresse, ist das hell draußen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ja heute zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ihr fragt euch wahrscheinlich, hey Luca, warum vloggst du eigentlich mal wieder? Ich brauche Geld. So einfach ist das. Ich habe jetzt mittlerweile schon locker ein paar Wochen keinen Vlog mehr gemacht. Deswegen erstmal hier hat sich einiges verändert. Früher stand dieser Schreibtisch dort und der war mal voll mit allen möglichen Sachen. Jetzt habe ich den Schreibtisch allerdings hier rübergestellt mit meinem DJ-Equipment und dem Produktionsequipment. Und hier habe ich jetzt einige Sneaker stehen. Warum ich aber eigentlich primär den Vlog heute gemacht habe, ist, weil ich heute beim Germany's Next Topmodel-Finale bin. Das ist allerdings nicht der Grund, warum ich jetzt schon so früh auf den Beinen bin, Freunde. Also ihr hört es ja in meiner Stimme, die ist noch ein bisschen tief. Ich bin auch ein bisschen erkältet, ich habe übelste Pollenallergie. Wirklich kein Scheiß, ich war die letzten Tage mit ein paar Kollegen an der Nordsee Urlaub machen und der Urlaub bestand quasi die ganze Zeit nur aus... Selfie. Germany's Next Topmodel-Finale ist allerdings nicht der einzige Grund, warum ich mir gedacht habe, dass ich heute mal wieder diese Kamera rauskrame, sondern ich habe auch das Shooting für die neuen Klamotten am 1.6. im luca-shop.de. Das heißt, ich gehe jetzt erst... Sind wir im Krieg? Ich gehe jetzt erstmal duschen und dann fahren wir zu dem Shooting. Bester Vlogger der Welt. Abonnier, komm Crafter, wenn du Zeit dafür hast und wenn du es willst. Lass ein Abo da. Okay. Ich dusche nur zweimal im Jahr, darf ich mich ja wohl auch mal dabei filmen. Ihr seid einfach ruhig. Ab zum Shooting. Auf zum Shooting. Jule ist übrigens auch nicht dabei. Can't you think about you? Shooting. Freunde, ihr wisst ja, dass wir immer so Grimassen bei den Bildern machen für den Shop und naja. Das sieht komplett bescheuert aus. 1, 2, 3. Müsste Karten drin sein, oder? Ja, Karten. Ich trage gerade zum ersten Mal die finale Jeansjacke. Das habt ihr ja schon im Video gestern alles gesehen. Wir haben jetzt das Shooting beendet, meine Damen und Herren. Es war auf jeden Fall krass. So, ich habe Fortnite-Jubel einfach gemacht. Wir haben auf jeden Fall beide den Todes. Hunger, bestellen uns jetzt gerade schon was zu essen, damit wenn wir nach Hause kommen, das Essen quasi direkt da ist und da, ja, ich bin dumm. Ihr fragt euch vielleicht, hey Luca, du hast gerade gesagt, ihr fahrt jetzt nach Hause und esst was. Ja, das habe ich auch gedacht, doch dann waren wir zu Hause in meiner Wohnung und ich dachte mir, hey, was ist eigentlich meine Kamera? Die habe ich im Auto vergessen. Von daher konntet ihr jetzt leider nicht sehen, wie wir Nudeln gegessen haben. Das waren aber eh nur ein, zwei Stündchen, die wir zu Hause waren. Ich habe noch mal ein Video fertig gemacht, was ihr quasi dann gestern gesehen habt, also wo ich die neuen Klamotten vorgestellt habe. Und wir fahren jetzt nach Düsseldorf zu Carola und dann gehen wir wohin? DTM-Finale. Hauptsache, wir kommen in Düsseldorf an, wir beiden. Und es ist einfach so völlig am Regnen. Und gerade in Köln war noch so purer Sonnenschein. Angekommen bei Carola. Hier werden wir... Oh, Bruno, hallo. In dem kleinen Zimmerchen hier werden wir pennen. Und Freunde, wenn man mal nach draußen schaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier vorne vielleicht. Es ist so krank am Schütten. Was? Warum? Ja, weil noch ein... Hi! Hi. Was, du frisst schon wieder? Wir waren jetzt gerade noch kurz bei Carola. Einfach, weil wir Sarahs Ausweis gesucht haben, weil sie tatsächlich ihren Ausweis nicht mitgenommen hat nach Düsseldorf. Ich hatte den Ausweis wirklich noch. Ja, die labert. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir Sarah da irgendwie reinkriegen. Ohne Ausweis geht das eigentlich nicht, aber wir kaufen jetzt erstmal eine Wurst. Neben. Kennen Sie denn Germany's Next Topmodel? Ich werde das. Hoffentlich. Danke. Wir sind jetzt... Ups. Wir sind jetzt hier angekommen, das ist die Arena. Sieht aus wie so ein UFO. Sarah hat noch immer keinen Ausweis mit. Wie fühlst du dich? Scheiße, ich will ein Bild haben. Hi, willst du ein Instagram pushen? Nein. Instagram.com/laserluca. Jeder Mensch läuft hier so rum mit Kleid oder mit Anzug, so wie Johannes da vorne. Und ich habe einfach so ein Sweater an normal. Hallo Johannes erstmal. Schönen guten Tag. Zuerst, gell? Aber hallo. Hallo Johannes. Ja, ich bin auch eine Dame. Johannes, ganz kurz, wir haben ein kleines Problemchen. Ja. Das tut mir unfassbar leid, ich habe meinen Ausweis verloren. Ich habe aber Gesundheitskarte dabei, ich habe ein Bild von meinem Ausweis. Du hast einen Führerschein, das ging weiter.
Willst du mich verarschen? So leicht ist das? Ist das auf Kamera? Es geht nicht. Sorry, du musst nach Hause fahren. Nein. Sorry, aber was denken sich solche Leute da oben? Wollt ihr von da in die Arena reingucken oder was? Da sind übrigens die Leute. Ich bin mit vier Bitches unterwegs. Wir sind auf unseren Plätzen. Da ist die Arena. Und hier bin ich. Cool, oder? Guck mal, da oben sind Fans. Hallo. Was ich übrigens im Video gestern nicht gesagt habe, da habe ich ja meine die neuen Klamotten vorgestellt. Was ich da allerdings vergessen habe zu sagen, sind noch drei kurze Sachen. Und zwar erstens haben wir jetzt auch ein neues Shop-System. Also das heißt Magento 2 und das ist so das Krasseste, was es irgendwie gibt. Also wir können nicht mehr irgendwie gehackt werden oder die Server können nicht mehr down gehen. Zweitens, ich werde wieder 1000 Sticker signieren. Das heißt, wenn ihr am 1.6. in einer Woche 15 Uhr irgendwas bestellt, bekommt ihr einen Sticker, wenn ihr einer von den ersten 1000 seid. Und der Shop hat ein komplett neues Design. Also der sieht viel cleaner und cooler aus. Und jetzt warten wir mal, bis das hier endlich losgeht. 20 Minuten später. Es ist noch mal nicht losgegangen, aber wir haben Pizza. 3 Wochen später. Die drei Leute aus der Jury sind jetzt da und Heidi hat irgendwie einen Sack auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die falsche Sendung ist, aber die sieht aus wie ein Gespenst. Einfach. Alter, Freunde, jetzt kein Scheiß großen. Respekt an die Lichttechnik. Ich meine, gib euch das. Das ist Licht. Oh mein Gott, da vorne werden gerade die Highlights der letzten Sendung gezeigt. Hi! Ja, wer war das? Ich hoffe einfach nur, dass Claudia mit K kommt. Bin ich hier bei Jeremy Sex Topmodel oder bei so einem Zauberer-Zirkus? Was passiert da? Hey Heidi. Hallo? Bist reingeguckt? Da hinten laufen gerade so unter 14-Jährige über den Catwalk und können sich da beweisen und die laufen tatsächlich besser als ich. Hier vorne ist Heidi, die feuert die ganzen irgendwie so ein bisschen an und die laufen da jetzt gerade irgendwie alle lang. Alter, hey! Gute Kameraposition, Luca. Die beiden Alkoholiker hier vorne mit ihrem Bierchen am Start. Alter, die sehen einfach aus wie ein Spinnennetz. Alter, die hat einfach einen Duschvorhang an den Beinen. Shawn Mendes, meine Damen und Herren. Der Einzige, der hier was kann. Die eine hier vorne hat einfach einen Eiffelturm auf dem Kopf. Ich frag mich mittlerweile nichts mehr. Claudia mit K hat halt einfach wirklich ein K hinter sich. Ey, das ist doch unfassbar hier. Da oben chillt übrigens irgend so ein Panda. Dass Tiere hier erlaubt sind? Das ist die Entscheidung, Freunde. Die sieht einfach aus wie eine Blume. Germany's Next Top Model 2018. 1 hour later. Meine Fresse, sag's doch endlich. 2 hours later. Three hours later. Ist es so kack ernst? Ja, das Ganze ist jetzt hier vorbei. Wir sind jetzt draußen, fahren jetzt noch zur Aftershow. An der Stelle nochmal einen ganz, ganz großen Glückwunsch an Tobi, Toni, die hier gewonnen hat. Es war wirklich eine sehr, 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 sehr krasse Show. Dankeschön an ProSieben, dass wir da sein durften. Es war echt sehr cool und ja. Nein. Ja, nein. Nein. Die Cool sitzt da hinten. Ja. Boah, Sarah, du siehst richtig scheiße aus in dem Licht. Kannst du mal nicht so nah? Da müsste eigentlich Luke Crew draufstehen. Wir sind jetzt auf der Aftershow, Freunde, so sieht das hier aus. Wundervoll, ne? Ich gebe jetzt leider die Kamera ab, das heißt, die nächsten Aufnahmen sind mit dem iPhone. Hier ist er wieder. Euer bester Lieblingsvlogger. Ich habe natürlich nichts mehr auf der Aftershow gefilmt, weil ich einfach dumm bin. Und wie ihr jetzt auch bereits unschwer erkennen könnt, bin ich zu Hause bei meiner Familie. Also wir haben bei Carola gepennt in Düsseldorf, heute schon der nächste Tag. Ich bin nach Hause gefahren zu meiner Familie hier, weil es 30 Grad sind und da will ich nicht in Köln in meiner Wohnung sterben und verrecken. Sterben und verrecken, weil ich tue beides. Ich wollte es mir allerdings nicht nehmen lassen, nochmal hier so ein kleines Fazit zu ziehen für diese ganze Sache. Also man muss erstmal sagen, dass Kleidi. Wahrscheinlich Kleidi Klum, oder? Heidis Outfit war irgendwie so eine Mischung aus Spaghetti und Shetland-Pony. Aber das hatte ja nichts mit der Show zu tun, die ich meiner Meinung nach sehr, sehr cool fand. Ich habe Berichte gelesen von Spiegel beispielsweise, wo sie meinten, die Show-Acts waren echt nicht so gut. Claudia mit K wurde bei ihrer Rede unterbrochen. Der Personality Award wurde nur an die Person vergeben, weil sie die meisten Instagram-Follower hat. Und das hat Heidi sogar in der Rede gesagt. Heidi hat gesagt, es ist ein sehr buntes Finale und das einfach nur, weil da zwei etwas dunkelhäutigere Menschen waren. Und ja,
Also ich habe vieles Negatives gelesen. Ich muss allerdings an der Stelle ganz kurz sagen, dass ich es eigentlich echt ganz cool fand, mal bei sowas dabei zu sein. Also bisher war ich bei solchen Live-Shows halt wirklich immer nur dabei, wie jetzt beispielsweise bei Beginner gegen Gewinner oder damals bei der Völkerballmeisterschaft auf Pro7, die beiden Sendungen, so wirklich als Teilnehmer. Und dann ist es halt nochmal ganz anders, wirklich im Publikum zu sitzen. Deswegen fand ich es mega cool, dass ProSieben uns da eingeladen hat. Also ihr seht hier auch nirgendwo Werbevideo, ich bekomme hierfür kein Geld oder irgendwie sowas. Wir haben nur die Tickets bekommen und es war auf jeden Fall cool, das Ganze mal zu sehen. Ich fand, es war ein sehr, sehr cooles Event. Es war cool gemacht, vor allem die Lichttechnik und so. Das war schon echt krass, das war echt heftig. Ich würde an der Stelle den Vlog jetzt allerdings auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es lustig. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne mal ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich eventuell demnächst öfter mal wieder vloggen soll. Und jetzt...